Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte ein Video machen zu den vielen Auseinandersetzungen derzeit hier auf dieser Erde. Ja, nicht die ganz großen, sondern mehr die großen Kleinen. Die großen Kleinen in der Gesellschaft, die auch dazu führen, dass es immer mehr sogenannte Unruhe oder was heißt sogenannte Unruhe gibt in der Gesellschaft. Gruppen von Menschen, die nicht miteinander reden, sondern gegeneinander sind, die Dinge zerstören, die auf die Straße gehen, und gefühlt wird diese Situation immer heftiger. Wichtig ist für mich zu verstehen, was steckt da eigentlich hinter? Dahinter steckt tatsächlich der Wunsch nach Erfolg. Jeder Mensch auf dieser Erde möchte Erfolg haben. Jeder von uns möchte erfolgreich sein. Warum möchten wir erfolgreich sein? Auch dahinter steckt wieder ein oder zwei große Motivationen, nämlich ich möchte geliebt werden, ich möchte womöglich sogar bewundert werden. Und um das zu erreichen, kann ich in eine Richtung denken nach dem Motto, wenn du mit mir einverstanden bist, wenn ihr mit mir einverstanden seid, dann gebe ich euch alles. Alles, was ihr haben wollt von mir, wenn ihr mit mir einverstanden seid. Das ist natürlich allergrößtes Ego und daraus entsteht ganz oft, sehr oft dann auch Wut und Ärger und auch Aggression. Mir ist es aufgefallen, zum Beispiel bei der einen Teilnehmerin beim Eurovision Song Festival. Ja, ich gehe nochmal drauf ein, weil es einfach so offensichtlich war. Die Teilnehmerin aus Irland, die in die Kamera hinein gesagt hat, ich bin etwas Besonderes, I'm special, weil ich bin queer. Und dann hat sie in die Kamera so geschrien, I'm a witch, also ich bin eine Hexe. Und dann habe ich gedacht, warum macht diese junge Frau, junger Mann, wer auch immer, wie auch immer sie sich identifiziert, warum macht sie so etwas? Sie ist in erster Linie nicht aufgefallen mit ihrer künstlerischen Darstellung bei einem Gesangswettbewerb oder einem Musikwettbewerb, sondern sie ist vor allen Dingen aufgefallen in den Medien jetzt vertreten mit diesem Statement und diesem Geschrei, dieses Wäh. Das ist sehr interessant, was sich da psychologisch bei ihr abspielt. Und es ist nicht die einzige, bei der sich so etwas psychologisch abspielt. Ganz große Gruppen von Studenten gehen in die Universitäten rein, in den Niederlanden vor kurzem, haben die Studenten, die protestiert haben, gegen das eine Land, wo man jetzt offensichtlich nicht mehr dafür sein darf. Geschichte wiederholt sich, aber das Schlimme an der Geschichte oder das Raffinierte an der Geschichte ist, dass Geschichte sich nie 1:1 wiederholt, sondern oft dann aus einer anderen Richtung kommt. Diese protestierenden Studenten und die Universität Amsterdam sagt, es waren nicht die Studenten, sondern es waren schwarz vermummte Gestalten, die mit diesen Studenten mit reingekommen sind oder danach mit reingekommen sind. Sie haben eine Spur der Zerstörung, der Verwüstung hinterlassen und es gibt einen Millionenschaden. Es gab auch Bilder, die Universität hat die Journalisten reingelassen, damit sie filmen können, wie es danach aussah. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Was ist hier los? Was ist hier psychologisch los? Es ist ganz normal, dass Jugendliche in der Pubertät auf dem Weg zum Erwachsenensein ihre eigene Identität entwickeln und sehr oft dadurch, dass sie erstmal anders sind als ihre Eltern, anders sein wollen als ihre Eltern, anders sein wollen als die Gesellschaft, als die etablierte Gesellschaft und dass sie auch zum Beispiel gegen etwas sind. Das haben wir gesehen in den 50er, 60er, 70er. Wir haben das über die ganze Zeit, 80er Jahre. Es gab immer irgendwelche Sachen, wo diese jungen Menschen dann dagegen waren. Und es drückt sich dann zum Beispiel auch aus in eine Art und Weise, andere Musik zu hören, andere Musik, die die Eltern nicht gut finden, Kleidung zu tragen, wo die Eltern sagen, um Gottes Willen, so gehst du nicht zur Schule. So war das bei mir auch. Ich habe bevorzugt auf den Flohmärkten in Aachen und Region die
die weiße Unterwäsche gekauft, die die Frauen früher getragen haben, also lange Röcke, lange Kleider in Weiß. Und die habe ich dann in der Waschmaschine meiner Mutter mit Hilfe von Farbe in Rosa, in Türkis, in Helllila eingefärbt. Das war meine Art des Protestes. So, meine Mutter hat gesagt, so gehst du nicht zur Schule. Und natürlich habe ich gesagt, natürlich gehe ich so zur Schule. Ich gehe zur Schule, wie ich will. Das ist eine eigene Charakterformung. Heute haben wir eine Zeit, in der viele Eltern tatsächlich erstens mal gar keinen Protest mehr einlegen, wenn die Prinzen und Prinzessinnen sich anders kleiden und teilweise sogar sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee. So ziehe ich mich auch an. Ich hatte das Video gemacht zu Mi und Minimi. Ja, wenn ich als Mutter ein Abbild von mir schaffen möchte und wenn das Kind dann in der Pubertät ist und ich sage, wow, das Kind zieht sich jetzt, ist jetzt quer oder bi oder weiß ich nicht was, na dann ist das eine gute Idee, dann mache ich das mal mit. Oder auch was Musik anbetrifft. AC/DC war mal zum Beispiel, ne, so eine Musik, wo man die Eltern so richtig mit schocken konnte. Aber wenn heute die Eltern sagen, oh, ich komme, ich höre mit dir gemeinsam AC/DC, ja, dann ist das nicht mehr so dieser Protest, der eigentlich möglich ist. Nicht immer ist das ein Ausdruck davon, dass die Kinder dann sich eine andere Möglichkeit suchen, um aufzufallen, um erfolgreich zu sein, zwischen Klammern. Es gibt auch Eltern, wo die Kommunikation ganz hervorragend funktioniert, die sehr viel mit ihren Kindern unternehmen, die mit ihren Kindern reden, kommunizieren und wo ein Band da ist, ein ganz natürlicher Band, ein Band der Eltern-Kinder dadurch, dass sehr viel Liebe da ist, dass Liebe gezeigt wird, dass auf die Seele auch, auf die seelischen Bedürfnisse eingegangen wird, ohne dass das Ego im Vordergrund steht. Aber in ganz vielen Familien sind die Kinder mehr oder weniger, die dann junge Erwachsene werden, mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Es findet kaum Kommunikation statt. Und sie suchen sich die Anerkennung, den Erfolg, den ich liebe dich, die Liebe, die sie brauchen und die, ja, den, de, dieses gesehen werden. Sie suchen sich das in ihrer eigenen Gruppe. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Agenda von, ja, allen möglichen Organisationen, Institutionen oder wer auch immer. Und ich schaffe es dann, und das können Kinder sein aus schwierigen Verhältnissen, es können aber auch Kinder sein aus sehr erfolgreichen, reichen Verhältnissen. Auch die gehören dazu, sind darunter. Die Hauptursache ist wirklich das gesehen werden wollen, erfolgreich sein wollen. Und das drückt sich dann aus, in diesem Fall durch Ärger, durch Wut, durch gegen all das sein, Dinge zerstören, kaputt machen. Denn hier kriege ich die Anerkennung, auf diese Art und Weise kriege ich die Anerkennung. Wie kann ich das ändern? Ich kann das wirklich nur ändern und ich könnte das auch ändern. Auch diese jungen Menschen könnten es ändern, dadurch, dass sie den Dialog suchen, dass sie miteinander reden, dass sie auch mit denen, gegen die sie sind, sich hinsetzen und sagen, komm, wir wollen jetzt miteinander reden, denn gegeneinander schaffen wir das nicht. Nur miteinander schaffen wir das, schaffen wir etwas aufzubauen, etwas zu erreichen. Miteinander funktioniert das alles wesentlich einfacher oder nicht einfacher. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es funktionieren kann. Aber das ist natürlich nicht im Interesse derjenigen, die die Strippen ziehen, die dahinter stecken. Ich brauche Kinder als Spielball, als Möglichkeit, etwas durchzusetzen, was ich ansonsten mit Hilfe dieser jungen, unerfahrenen Seelen nicht durchsetzen würde. Gleichzeitig ist auch der Fall, dass es gerade in der Situation, in der wir hier jetzt sind, wo es so viele Protestierende gibt und es sind ja auch viele intelligente junge Menschen dabei, die an Universitäten studieren, aber ich denke, 99% der jungen Menschen, die da auf die Straße gehen oder die da protestieren, waren noch nie in dem Land, geschweige denn waren denn in der Region. Und sie haben keine Ahnung, wie es dort aussieht. Sie haben auch keine Ahnung über die Geschichte. Sie haben keine Ahnung über die Geschichte dieses Landes und über die Geschichte der Menschen, die dort leben. Es ist ihnen nicht bekannt. Sie haben sich auch nicht damit auseinandergesetzt.
Das ist mir übrigens in einigen Gesprächen. Ich rede ja immer, ich rede mit allen Leuten und ich habe auch mit einigen dieser Protestierenden gesprochen und mir ist wirklich aufgefallen, dass sie 0,0 Ahnung haben, dass sie alles verdrehen und dass sie nur nachplappern, was sie in den Medien, aus den Medien erfahren oder was sie mit Hilfe von einigen Rädelsführern dort erfahren aus der Gruppe. Ich möchte da deswegen möchte ich diese jungen Menschen absolut nicht verurteilen, denn sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre, dass sie anfangen, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, dass sie anfangen zu diskutieren, zu reden und einen Dialog zu suchen und auf diese Art und Weise zu einer Gemeinsamkeit kommen. Denn auch da, sogar da, wird es eine Gemeinsamkeit geben. Wenn das Ego ausgeschaltet wird, die Wut, der Ärger, wenn das ausgeschaltet wird. Und es ist immer ein Kompromiss. In diesem Leben, auf dieser Erde, geht es nur um Kompromisse. Ich gebe ein bisschen hinzu, der andere gibt ein bisschen hinzu. Und gemeinsam finden wir einen Nenner. Gemeinsam können wir das lösen. Aber es geht nur im Dialog mit Kompromisse aus der Perspektive der Seele heraus. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.